Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück jetzt zu einem weiteren wunderbaren Video, Freunde. Doch, ich hau schon mal Dreh und Greif in den Anfang. Was geht denn ab, Leute? Hi! Wir sind heute wieder angekommen bei Beste Deutsche Memes, ja? Wie immer schauen wir uns zwei Episoden an. Grüße gehen auch raus an MLG Gamer oder ML Gamer, Bruder, ich weiß nicht, wie du heißt, aber wenn du dieses Video sehen solltest, dann bist du sehr gegrüßt, ja? Leute, wir schauen wieder zwei an, und zwar Nummer 10 und 11. Falls ihr das letzte Video sehen wollt, das ist oben im i verlinkt. Da waren einige gute Clips dabei, einige Clips, die nicht ganz so gut waren, aber die meisten kannte ich zwar schon, aber konnte trotzdem drüber lachen. Deswegen würde ich sagen, Freunde, schauen wir jetzt hier rein. Und es fängt direkt an mit dem berühmten Jesus Schwan Video, wo ich sagen muss, im Nachhinein, man kann vielleicht ein bisschen drüber lachen, aber es ist schon echt asozial, einen Schwan zu boxen, Digga. Das ist schon ehrenlos, muss ich sagen, an dieser Stelle, ja, deswegen, naja. Geh schnell weg, das Boot! Oh nein, die Ente! Lass die Ente leben! Arschloch-Kapitän, du kannst doch die Vögel nicht einfach totfahren! Okay, das war noch gut. Das war noch süß. Das war noch süß. Das war noch richtig süß von ihm, Mann. Hashtag Jesus ist süß in die Kommentare, Leute. Ente, lass die Ente leben! Das ist doch süß. Arschloch-Kapitän, du kannst doch die Vögel nicht einfach totfahren! Das ist doch süß. Schwarmfamilie, ihr habt's geschafft! Ich liebe Schwäne! Hey, Schwarmfamilie, ihr habt's geschafft! Kommt her! Ihr habt euch eine Belohnung verdient! Das ist noch süß, aber gleich, wenn er ihr so ein hier, Ding gibt, das ist ehrenlos. Lecker, lecker Kuchen, ja! Okay, das ist nichts drin mit dem Schlag, okay, dann sind wir safe. Fabio, Samstag gibt eine fette Party und ich bin dabei. Oh! Ich bin Patrick, Legende! Ich bin auch dabei. Und ich bin auch dabei. Bruder, Ehrenmann, Alter. Das ist der. Uwe ist der größte Ehrenmann. Gehst du und ich sag zur Party. Zur Party, zur Party, zur Party, zur Party. Ich ruf meine Freundin an und sie sagt, was geht? Ich sag, heute ist Samstag und sie sagt konkret. Sie fragt, wohin willst du? Und ich sag, zur Party. Zur Party, zur Party, zur Party, zur Party. Was? Wartet, ich. In welchem Zusammenhang ist dieses Video entstanden? Und ich frage mich bis heute, warum ich zur Party nicht eingeladen wurde. Das ist ja mal das Wichtigste. Zur Party, zur Party. Leute, da bitte einmal Instagram-Account und Nummer klären. Ehre. Warte, ich frage kurz Wadi, Freunde. Ehrenbruder Wadi klärt alles. Auch eine Anzeige, Bruder. Huch. Zur Party, zur Party, zur Party. Wir sind jung und wir wollen rocken. Wir wollen nicht zu Hause rocken. Bruder, die Special Effects directed by Michael Bay, Alter. Schau euch das an, Alter. Da waren Profis am Werk. George Lucas, ne? J.J. Abrams waren alle hier am Start, Alter. Siehst du? Wir machen uns auf die Socken, um die Party zu rocken. Bruder, wie ist das denn gedoubled? Also, ach Leute, kann man das Double nennen überhaupt? Schau euch das. Im Hintergrund ist so eine Stimme, die einfach nur macht. Bloß sehr schlechter, als ich es gerade sogar noch sehr gut nachgemacht habe. Ja, okay, doch, die kennt man. Erdbeerkäse. Erdbeerkäse. Grüße an Andrea, Alter. Kuss. Dein Terrarium kannst du aussprechen. Genau, Terrarium. Ein Terrarium. Was ist das denn? Nur frisch und. Ist aber Legende. Nadine ist Legende, ja, Leute. Ja, kann man nichts bestreiten. Den. Bio ist für mich Abfall. Ehrenfrau. Intelligenzbestie, Bruder. Was steht da? Was ist da für ein Buchstabe? Geht das noch lang? Oha, ja, ganz ehrlich, wenn ich ansehe, Leute, das skippen wir ein bisschen. Das ist nicht so lustig, Zucker, muss ich sagen. Deswegen fühle ich nicht so sehr. Möchtest du eine Kinderschokolade? Ja. Oder geht ja immer noch? Für dich. Okay, aber gleich was anderes. Kindermilch. Wie alt ist der überhaupt? 14. 14? Ja. Da juckt die Flöte auch schon zwischendurch. Okay. Was? Huch. Okay, Bruder? Weiß noch, übertreib nicht bitte. Ich geb dem Ding gleich eine Kopfnuss. Oh, der ist Ehrenmann. Warum reißt mich der scheiß Stein auf? Wie heißt der? Nee, nicht. Ich liebe den. Schrei nicht so. Ja, schrei nicht so, die Scheiße. Wir sind hier seit einer Stunde an dem scheiß eigenen blöden Stein da dran. Boah, ich liebe den, Mann, ich liebe den. Ist ja gut. Boah, ich liebe den. Der riecht mich total auf, ey. Guck mal da, der Dumme. Fällt gleich noch alles um, glaube ich. Ich kenne den. Wenn der jetzt nicht hält, ne? Ich mach den fertig. Hast du einen Migrationshintergrund? Oh nein, den kenne ich. Oh mein Gott, Leute, hört genau hin bei diesem Clip jetzt. Hört genau hin. Da habt ihr den 200 IQ. Intelligenzbestien-Move der Welt. Ich mach den fertig. Hast du einen Migrationshintergrund? Nein, ist einfach so eine weiße Wand, weil
Wir sind neu ausgezogen. Also, ach Mann, was hat mein Deutsch? Oh nein! Oh nein, sag nicht, dass der arme Junge das kaputt fährt. Nein. Oh nein, guck, wie stolz er aus. Was? Hä? Hat Raab ihm so ein Ding gegeben mit dem Ellbogen? Nein. Och nein, der tut mir so leid. Der Junge tut mir so leid. Das ist so ein kleiner Bobby. Dem fehlt noch diese Dings Windmühlmütze, Alter. Nein. Hä, es sah so aus, als ob Rabi so ein Ding gegeben hat. Hat er aber nicht. Ja, nein. Hat er nicht. Sie dürfen nicht ja und nicht nein sagen. So. Hallo? Warte, ich hab dich ganz hingehört. Warte. Spiel? Ja, nein. Sie dürfen nicht ja und nicht nein sagen. Okay, man ruft an. Man darf nicht ja und nicht nein sagen. Okay. So wie bei Sascha. So. Hallo? 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 Ja, wer ist denn da? Ja, Esther. Frau Esther heißen Sie? Ja. Okay, aber ich glaube, es ist aus Reflex. Frau Esther, Sie dürfen nicht ja und nicht nein sagen. 60 Sekunden lang, okay? Hat noch nicht angefangen. Okay. Ja. 3, 2, 1, los. Frau Esther. Ja. Ach nein. Okay. Frau Esther, Sie dürfen nicht ja und nicht nein sagen, okay? Nicht ja und nicht nein. Nicht ja und nicht nein. Dürfen Sie nicht sagen, okay? Jetzt hat sie es, oder? Ja. Für 50 Sekunden. 3, 2, 1, los. Frau Este. Ja. Oh nein, aber sie tut mir so leid. Okay, Frau Este. Oh nein. Sie dürfen nicht ja und nicht nein sagen, egal was ich Sie frage. Frau Este. Okay? Ja. Antworten Sie irgendwie, aber nicht ja und nicht nein. 3, 2, 1, los. Frau Este. Hallo? Ja. Oh nein! Frau Este! Ja? Sie weiß es nicht besser! Nee, nicht weiß ja es sagen, nicht besser! Sondern irgendwas anderes! Frau Este, 3, 2, 1, los! Frau Este! Frau Este! Nein! Nein! Frau Este! Ja. Nein! Nicht ja! Sagt einfach nein! Oh Mann, sie tut mir so leid irgendwie. Sie ist so eine alte Frau, die ein bisschen verwirrt ist vielleicht und so. Ich weiß nicht, was man da gewinnen kann. Bestimmt irgendwie Geld oder eine geile Reise, whatever. Och nein, sie tut mir so leid, Alter. Och Mann. Och nicht nein! 3, 2. Sie dachte so, oh, jetzt hab ich ihn mit dem Nein. Damit rechnet er nicht. Jetzt hab ich ihn. 1, los! Oh, bitte sag, es gibt Sinn. Nein! Frau Este, nicht ja! Du hast sie fertig! Nicht ja und nicht nein! Frau Este! Sie dürfen. Nein! Jetzt sagt sie nur noch nein! Frau Este! Sie sagen jetzt mal bitte nicht ja und nicht nein! 3, 2, 1, los! Ja! Das ist direkt der nächste Part, okay, Freunde, wir schauen direkt in den nächsten Part rein. Damit wir auch über 10 Minuten kommen, ihr wisst es, Freunde, ja? Alter, Frau Este, och nein! Bitte rest in peace, Frau Este, Bruder. Also ich glaube nicht, ich will nicht, dass sie tot ist oder whatever. Ich wünsche ihr nur das Beste. Ich wünsche, sie lebt inshallah noch 1000 Jahre. Aber für den Move, Alter. Oh, Frau Este. Spielt das für Sie keine Rolle? Warum darf ich hier nicht einchecken? Sie dürfen nicht filmen. Sie dürfen nicht filmen. Ah, das habe ich lange nicht mehr gesehen, das Video. Kennt man aber. Ich darf filmen. Oh ja, wir sind hier im Ritz-Carlton und dürfen nicht einchecken, weil Orangensaft verschüttet wurde. Frag nicht, was für Saft. Einfach Orangensaft. Orangensaft. Frag mich, was für Saft? Bitte. Einfach? Ich würde Sie bitten, jetzt. Nee, was für Saft? Fassen Sie mich an. Orangensaft. Fassen Sie mich nicht an. Das ist nämlich Homo-Shit. Ey, man muss Moneyboy einfach fühlen, so. Man muss ihn fühlen. Das ist nämlich Homo-Shit. Mach dein Arsch zu, mach dir aus meiner Leitung raus, du Birne. Wie kommst du zu diesem oder was? Achso, jo. Ich habe jahrelang einen Kollegen mal wieder getroffen oder was. Und der sagt bei jedem Satz oder was, ne? Und dann hat er angewöhnt. Ich habe mich mit denen stundenlang unterhalten oder was. Und auf einmal sitzt er nämlich drin oder was. Naja. Was? Wartet mal. Wartet, der muss nach jedem Satz oder was sagen? Was? Und auf einmal sitzt er nämlich drin oder was. Naja. Und bei dem, wenn du den zuhörst oder was, dann geht ja noch schneller oder was. Was? Manche haben mich schon angesprochen oder was. Wo kommt das denn jetzt auf einmal her?
Aber das ist dann so eine Angewöhnheit, auch gehört zum Ruhrgebiet oder was, ne? Wie oft sagen die so am Tag, oder? Was? Wie geil ist der Typ denn, Bruder? Hä? Fühl dich. Aber das ist dann so eine Angewöhnheit, auch gehört zum Ruhrgebiet oder was, ne? Wie oft sagen die so am Tag, oder was? Ich zähle das ja nicht, oder was? Einer hat mal gesagt, ich soll mal nichts sagen, oder was, ne? Hä? Wie geht das denn? Er meinte, er hat sich mit einem Kollegen unterhalten, der das auch sagt, und dann hatte der das einfach? Ey, passt auf, was ihr zu Leuten sagt, Leute. Dann ist das wie eine Pause. Guck, jetzt werde ich wieder oder was gesagt oder was? Das geht gar nicht. Der Typ wird jetzt auch nicht mehr glauben, Alter. Du bist ja auch der Wattmann. Jo, manche sagen schon Wattmann zu mir oder was, ne? Ehrenmann, Freunde. Oder warte in die Kommentare, danke dafür. Toll. Das ist fantastisch. 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 Fächer, fantastisch. Oh, ich habe Ludolfs nie geguckt, aber ich glaube, muss man mal machen, oder? Ich finde die sau sympathisch, glaube ich. Fantastisch. Absolut. Fantastisch. Wir haben den Kerl zum Laufen bekommen. Fantastisch. Oh, ich finde den echt sympathisch. Ich kenne den nicht. Fantastisch. Hab's nie gesehen, aber der ist sympathisch. Was heißt das, was er alles macht, gell? Fantastisch. Oh, ich finde den süß, Mann. Ah, wen sehe ich da? Das ist der Gesicht, Tommy. Wie geht's dir? Ja, ist klar. Und? Fantastisch. Oh, der ist süß. Die komplette Karte von Rise of Kingdoms euch erstmal freischalten. Nämlich alles ist ein Ding. Oh, ich hab das. Ich bin ganz ehrlich, Leute. Ich bin ganz ehrlich. Ich habe noch nie die normale Version davon gesehen. Immer nur übersteuert mit 1000 Effekten. Ich hatte die Werbung nie selbst, weil ich YouTube Premium hab. Weird Flex, Bro. Aber ich habe sie noch nie komplett normal gesehen. Karte von Rise of Kingdoms euch erstmal freischalten. Nämlich alles ist in dichte Nebel gehüllt und ihr müsst erstmal ein paar Speer rausschicken, oh, um die Karte Ehre. Erstmal so richtig schön freizuspielen. Seiten auf! 10, glaube ich. Also nicht super, aber schon geil. Halbe Stunde. Oh, ne? Gehör ich dazu oder was? Gehör ich dazu oder was? Hä? Ich hab's mir direkt angewöhnt. Oh Gott. Holy shit. Okay, Leute, passt auf. Es ist einfach der oder was Fluch. Lol. Okay, passt auf, Leute. Schaut euch dieses Video nie wieder an mit dem oder was, Mann. Gebraucht, Bruder. Fresh, Alter. Richtig fresh. Nee. Ich hab euch gesehen, ihr seht so glücklich. Was? Von diesem Projekt, aber näher muss mein blöder Vater kommen. Was hat er gesagt, Bruder? Pass auf, was du sagst. Diesem Projekt, aber näher muss mein blöder Vater kommen und sagen nein. Was los? Soll ich dir helfen? Hey. Sorry, Leute. Leute, heute haben wir viele süße Clips dabei. Och, wie süß ist der Junge. Schaut ihn euch an. Carlson vom Dach, Alter. Richtig süßer. Sorry, Leute. Oh, ich habe früher auch sorry so ausgesprochen. Ich will einfach nur sorry sagen. Leider kein GTA. Er wollte GTA Let's Play machen, aber sein Vater meinte, nein, Bruder. Du bist 8 und es ist ab 18 einfach. Ich will gern. Oh, aber dann ist Carlson, mein Vater gekommen, hat alles gelöscht. Er alles in die CD rausgetan. Okay, der IQ hört sich eher nach einem 6-Jährigen an. Leider ohne CD nicht. Sorry, Leute. Goodbye. Ey, aber Englisch on point. Mein Pippa! Wo ist mein Pippa? So kann ich nicht arbeiten. Ich liebe Jesus, Mann. Ich liebe ihn. Oh nein. Ich erwarte sehr Schlimmes. Ich erwarte sehr Schlimmes. Oh, das kenne ich, das kenne ich. Das habe ich irgendwann früher mal gesehen. Ich bin Björn, den ihr schon so lange kennt. Ich bin am Start, wenn ihr Namen nennt. Ich will eigentlich nur von der Dunkelheit ans Licht. Und ansonsten brauche ich eigentlich nichts. Hey Leute, Real Talk, ich war früher echt so fett ungefähr. Na gut, vielleicht nicht ganz so fett, aber ich war schon auf jeden Fall so. Ich war auf jeden Fall so früher. Ich hatte echt schlimme Zeiten. Also nicht, dass es schlimm ist, aber so jeder, wie er sich wohlfühlt, so whatever, ihr wisst, aber ich war echt mal richtig dick früher. Ich bin Lori, bin gerade mal 13 Jahre alt und jeder sagt, ich bin schon sehr, sehr alt.
Ich komme aus Italien, das ist mein Land. Und ich bin und ich chill den ganzen Tag nur am Strand. Ich bin 13 Jahre alt und aus dem Kosovo. Jeder sagt, meine Zukunft ist hoffnungslos. Doch das ist mein Ding und ihr seid gleich dabei. Ich bin Titan Mike, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich bin Rara, ich komm. Ey, der sieht aus wie ich früher. Ich war früher dick, hatte eine Brille und solche Topfhaare. Also wirklich so 5. Klasse Flo. Haben wir hier. Und wenn ich rappe, dann glaub ich, dass ich scheppert. Jetzt wisst ihr, wer ich bin. Komm, schreibt meinen Namen gerade zu den G-A-N. Schreibt ihn zusammen. Yeah! Fünf Jungs. This is Rappers Hype. Legen Leute hüpfen hin und her. Leute, auch die Girls im Background. Die beim Zeit springen. Fünf Jungs. Yeah! This is Rappers Hype. Legen, guck sie dir an. Oh, tschü, okay, die haben kein Budget an den Girls gespart, muss man sagen. Muss man sagen. Props. Jipsudu. Jipsudu. Ey, ich fühl den. Jipsudu. Ich fühl den, Leute. Ludaus muss ich mir ansehen. Und zack. Leute, sag mal ehrlich, ist Ludolfs eine Empfehlung wert? Und zack. Uwe, du bist lebensmüde. Warum? Ja, wenn du runterfällst, gibt es Fettfleck, bin ich platt. Ich glaube, mit deinem Gewicht, das ist schon beschissen. Hast du Ehre, okay, Freunde. Wir haben noch zwei Parts offen, 12 und 13, sind zumindest in der Playlist, vielleicht gibt es noch mehr. Die werden wir uns alle noch ansehen, Leute. Wir hatten ein paar gute Insider drin, ey, es waren gute Clips, es war eine gute Folge. Viele, viele schöne Clips auch, die mich einfach nur aufgemuntert haben und die ich schön fand, so. Leute, schreibt auf jeden Fall rein, welchen Clip ihr am besten fandet und welchen ihr vielleicht noch nicht kanntet, ja? Ansonsten würde ich sagen, war es an dieser Stelle, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert natürlich den Channel, falls ihr nicht getan haben solltet. Bis dann, bleibt fresh, so wie immer und ciao.